Hi, ich melde mich hier aus dem kalten Koblenz. Willkommen hier zu meinem Video. Wir haben ein bisschen versucht, die Reise in und um Cozumel zu dokumentieren und nehmen euch dahin jetzt mit. So, ich melde mich mal hier. Heute letzte Laufeinheit auf deutschem Boden. Heute ist Donnerstag. Samstag geht der Flieger. Heute nochmal Tempo gemacht, bisschen Runden gedreht in Oberwerth hier mit Schweigi. War eigentlich ganz geil. Es ist verwunderlich, wie es Görke immer wieder hinbekommt, dass man auf dem Punkt fit ist. Jetzt heißt es nur noch, gesund bleiben und dann ja, das Beste hoffen. So, es wird gepackt. Alles jetzt muss in den Koffer. Da können wir aber gleich schon mal durchgehen, was man dann so braucht. Also Fahrrad ist klar. Trinkflaschen fehlen noch, fällt mir gerade auf. Helm, Schuhe, Laufräder, die Rolle lasse ich vorsichtshalber mal da, gehört als warm genug. Jede Menge Morten, das hier von Brace Morgan, mein Anzug, mein Selfish Skin oder Swim Skin und zum Laufen dann Schuhe, Socken, Mütze und Kühlstirnband. Ja. Ich denke mal, wir sind so ein bisschen durchgegangen, was wir brauchen. Ich hoffe, wir vergessen nichts. Jetzt geht alles in den Radkoffer. So, okay, und dann waren es noch 8 Tage bis zum Rennen. Und Fritz, dann ging's los. Erzähl mal so ein bisschen, was hast du dir eigentlich vorgenommen? Ich hatte bis zuletzt wirklich den Anspruch an mich, auch Urlaub zu machen. So viel Urlaub wie möglich. Und auch ein bisschen Ironman zu machen. Okay, und als du dann da jetzt mit den Koffern standest, da warst du dann doch ein bisschen aufgeregt oder immer noch Urlaubsfeeling? Das ist ja das Gute, wenn man irgendwie eine längere Anreise hat, dann ist man eher erstmal nur vor der Reise selbst aufgeregt und dann hofft man erstmal nur gut anzukommen und dass das Material heile ankommt und ja, solche Dinge eben. Gut, und dann waren es wirklich noch 7 Tage vorher. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Du bist angekommen, Kulturschock, Klima, erste Laufeinheit dann da. Also wie ist das, wenn man da auf einmal ankommt? Das ist auch nicht mehr 1 Grad, sondern 30 Grad. Ja, das war natürlich schon ein harter Cut dann, weil es bei uns ja doch sehr kalt war. Aber ja, es war alles irgendwie dadurch, dass das hier so eine Pauschalreise war und wir uns um gar nichts kümmern mussten und nur unser Hotel da hatten, gab es nichts mehr zu organisieren. Und klar, es hat mir geschwitzt wie Hölle, aber ich habe das tatsächlich weitestgehend alles, den Druck des Rennens von mir weisen können und habe da irgendwie alles nur genießen können. Jakob und ich haben uns gefragt, wie viel trainiert man eigentlich, in welcher Intensität? Wir sind dich ja jetzt hier beim Laufen, was macht man dann irgendwie eine Woche vorher noch und welche Intensität trainierst du da überhaupt? Also ich habe tatsächlich eigentlich jeden Tag Sport gemacht und ja, du kommst erstmal an, machst 1-2 Tage locker, aber schon auch Sport. Also ich bin dann schon auch 2 Stunden Fahrrad gefahren und 40 Minuten gelaufen zum Beispiel. Ja, aber dann erst so am 3. oder 4. Tag habe ich dann das erste Mal Intervalle gemacht. Also Intervalle waren dann eher so Race-Pace-Intervalle, also jetzt auch nichts irgendwie ganz krank hartes. Und beim Radeln, konnte man da überhaupt gut fahren auf dieser Insel? Cozumel ist, glaube ich, eine Insel. Also konntest du da irgendwie fahren? 3 Stunden Pre-Race-Programm, wie sieht das aus? Ja, also die Inselumrundung ist tatsächlich, wie viel waren es? Also du bist beim Rennen 3-mal um die Insel gefahren. Das heißt, 60 Kilometer ist eine Runde. Und die Straße, wo man hier sieht, die geht parallel zur Hauptstraße und ist nur für Fahrradfahrer. Nicht mal Roller dürfen da fahren.
Also das ist wirklich unendlich geil. Also zum Trainieren an sich ist es halt dann eintönig, weil es halt nur 60 Kilometer sind, aber es ist nicht so ein Abfuck wie zum Beispiel auf Hawaii, wo du wirklich nur halbe fährst. Zum Schwimmen, der Zauber raus. Also es hat dann tatsächlich hier 3 Tage vorher angefangen, das Meer ein bisschen rauer zu werden. Und da waren dann plötzlich Wellen, also auf dem Video, da ging es sogar noch, aber am Tag drauf waren wirklich Wellen und der Bademeister hat dann auch die ganzen Touris eigentlich gar nicht mehr reingelassen. Das war eigentlich so der größte Unterschied, aber wir waren auch noch tauchen, also die Unterwasserwelt war da mega geil, also wirklich einmalig schön. Okay, und dann waren es wirklich nur noch 3 Tage vorher. Wie nervös ist man da? Auch im Vergleich so zu anderen Euro-Rennen, die man gemacht hat. Wie viele Ironmans hast du überhaupt schon gemacht? Und wie ist die Orga im Unterschied zu in Mexiko im Vergleich zu Europa? Also ja, da hat es dann jetzt wirklich so langsam angefangen, dass ich es nicht mehr von mir weisen konnte. Also wenn du dann halt die Startnummern so abholst. Und wir waren ja doch ein bisschen im Off da in unserem kleinen Resort gesessen. Und da triffst du dann halt das erste Mal auf die große Menge an Triathleten. Beim Start nochmal ein Pick-up auf der Messe. Also da hat es dann angefangen, ein bisschen Nervosität zu geben. Aber war auch alles noch easy und ich habe mir jetzt auch nicht so ganz viel Krasses vorgenommen. Es war jetzt nichts im Vergleich zu Rot oder Hawaii oder so. Okay, wie viel Langdistanz war das für dich? Weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht 7. oder 8. Und dann, als du dann deine Sachen dann da geholt hast, hier deine Todeserklärung unterschreibst, da wurde es dann schon so langsam ein bisschen weniger Urlaub und mehr Race Pace, oder? Genau, hier einmal alle Rechte abgegeben, dass sie mich dann im Meer versenken können, falls was passiert. Da war dann schon ein bisschen Nervosität da. Aber auch die Orga und so, was du vorhin gefragt hast, die war da alles top. Nichts zu bemängeln. Jetzt kommt ja gleich meine Lieblingsszene. Und zwar können wir einfach ganz kurz über diesen Shopping-Wahn Ironman sprechen. Ja, was heißt Shopping-Wahn? Es ist schon crazy. Aber es ist halt einfach eine Community. Also da haben die Leute noch dieses Ironman-Tattoo auf der Wade. Jetzt suchen wir noch ein schönes Mitbringsel für Ingo. Oben könnte hier das Schildcap wieder ganz gut stehen. Was wollte Ingo schon immer mal haben? Hier ist so ein kleiner Bub. Ja, da könnte Ingo gut stehen. So, das Fahrrad ist eingecheckt. Nichts darf am Fahrrad sein. Das heißt, morgen früh werde ich die Schuhe hier noch ranmachen und der Rest ist alles im Beutel dann. Ja, gerade noch einen kleinen Schrecken gehabt, nochmal Reifen gecheckt und da war tatsächlich ein Loch vorne drin, dass die Tubeless-Milch aber schon abgedichtet hatte, aber ja, halt nicht zu 100%. Ich habe jetzt nochmal das aufgemacht hier mit den Mechanics zusammen, also Reifen nochmal runter und mit so einem Parktool-Patch von innen geklebt. Ich weiß noch nicht, ob man dem Tubeless-Gott jetzt schon danken kann, auf jeden Fall. Ja, quasi schon erstes kleines Löchchen, also es sind halt schon viele kleine Steinchen auf der Straße hier. Also muss man schon das Beste hoffen für morgen. So, und hier musste man jetzt noch den Laufbeutel abgeben für morgen. Hier kommen wir morgen an. Hier geht's auf die 2. und 3. Runde. Aber nach der 3. Runde gehen wir hier rein. Das Fahrrad wird abgenommen. Das heißt, du musst dich gar nicht drum kümmern. Und nimmst deinen Beutel und ziehst deine Laufschuhe an und ab geht's. Okay, Fritz, die letzte Nacht, ich finde beim Ironman auch immer eine unfassbare Logistikaufgabe, also beim Triathlon Ironman habe ich noch nie gemacht. Wie schläft man, wie packt man und hat man nichts vergessen? Nimm uns da mal kurz mit. Ich habe mir tatsächlich diesmal eine Checkliste geschrieben, wo man dann wirklich nicht nur im Kopf abhaken kann, sondern auch in echt schwarz auf weiß abhaken kann, was hat man, was fehlt noch. Und das kann ich sogar auch jedem raten. Das hilft einem einfach, dass man dann auch versuchen kann, ein bisschen besser zu schlafen, weil man eben an nichts denken muss, sondern alles schwarz auf weiß
aus dem Gehirn streichen kann. Und viel schläft man ja einfach wirklich nicht, ne? Ich habe mir so eine scheißblöde Meditations-App auf Spotify runtergeladen. Hat nichts gebracht. Okay, dann ist Race Day. Wie aufgeregt ist man da? Und warum starten die beim Ironman eigentlich immer so früh? Also hier war es ja tatsächlich schon ein Stündchen später als bei manch anderem Rennen, weil halt die Sonne da auch erst aufgegangen ist. Und von daher war das eigentlich ganz okay. Ich meine, der Wecker hat halt um 5 oder so geklingelt. Aber ja, man ist auf jeden Fall nervös. Erzähl noch mal ein bisschen was zur Logistik dann da vor Ort. Was passiert da? Also wir sind früh am Hotel abgeholt worden und sind dann aber erst in die Wechselzone T1 gefahren, um nochmal das Fahrrad zu checken. Der Schwimmstart war aber wiederum 4 Kilometer die Küste entlang, woanders. Also du musstest erst Fahrrad checken und dann bist du nochmal in den Bus gesprungen und wurdest rübergeschuttelt. Jetzt war es dann soweit. Bisher dachtest du ja immer noch, dass du gleich 3,8 Kilometer schwimmen musst, oder? Also hier war es jetzt dann wirklich, war jetzt alles erledigt und es war trotzdem noch ziemlich lang hin bis zum Start. Also da hätte man wirklich nochmal chillen können oder haben wir versucht auch zu chillen. Und ja, 10 Minuten später haben wir dann auch schon erfahren, dass sich der Start verschiebt. Irgendwie die erste Info war um 40 Minuten. Also ab dem Zeitpunkt hatten wir dann noch 1 Stunde Zeit und ich habe mich hier schon eingecremt und so, also eigentlich schon ready to go. Ja, und dann hat man sich nochmal hingesetzt und irgendwie gechillt. Okay, und wusstet ihr, warum dann verschoben wurde oder wie ist es dann weitergegangen? Nee, das wussten wir nicht. Also die haben halt einfach gemeint, ja, wegen Wetter. Und also ich wusste aus der Vergangenheit, dass da schon öfter mal sowas stattgefunden hat. Also scheinbar sind früh immer noch zur Dämmerung ein bisschen mehr Wellen und die legen sich dann wieder. Und sowas habe ich halt da vermutet. Okay, wurde der Suit auch noch angezogen? Den hast du dann aber nicht mehr gebraucht, ne? Also es hatte da wirklich, hatten alle ihre Swimskins an. Und haben da halt dann gewartet, ne? Also den Suit habe ich auch 4-mal an dem Tag hoch und runter, weil ich halt dann nochmal pissen war und hier nochmal hingesetzt. Ja, alle waren ready to go. Dann war immer klar, Schwimmen wurde abgesagt. Auch da nehmen wir uns mal kurz mit. War da eine Enttäuschung da oder warst du am Ende froh, dass einfach deine Scheißdisziplin gar nicht stattfindet? Also erstmal war ich auf jeden Fall enttäuscht, aber vor Schwimmen hatte ich schon auf jeden Fall am meisten Respekt. Einfach auch ja, im Meer mit Wellen war ja dann offensichtlich ein bisschen mehr Wellen als sonst auch. Und Strömung war da auch immer so ein Faktor X. Das war übrigens vermutlich der Faktor auch, warum sie es vielleicht abgesagt haben. Normalerweise ist Cozumel Schwimmen von A nach B immer mit der Strömung. Und der eine Tauchlehrer meinte, zu 95% geht die Strömung in die Richtung. Und ich kann mir eigentlich nur erklären, dass es an dem Tag die anderen 5% waren. Und da wären halt dann manche einfach nie angekommen. Also dass das vielleicht der Grund war, warum sie das Schwimmen gecancelt haben, weil die Wellen waren eigentlich nicht so krass. Die waren ein bisschen chubby, aber jetzt auch nicht hoch. Schwimmen ist abgesagt. Und wie geht's jetzt weiter? Wissen wir nicht. In die Busse, die 4 Kilometer vor in die T1. Dann war irgendwann klar, Schwimmen ist abgesagt. Wie ist dann so das Mental Game, als dann klar war, es gibt so einen Rolling Start? Also das musst du vielleicht auch mal erklären. Also wir wussten, dann ja, kam halt die Durchsage, Schwimmen ist abgesagt und dann ging es eigentlich relativ nervös weiter. Alle sind dann irgendwie so im Laufschritt zu den Bussen gelaufen, weil sie dachten, boah, vielleicht ist es jetzt gut, vorne zu sein, dass man halt irgendwie halbwegs früh auf die Rennstrecke kommt. Wir wussten halt einfach gar nichts. Ne? Dann hat man sich halt da irgendwie der Meute angeschlossen. Wir mussten dann halt wieder rüber zu dem Fahrrad geschattelt werden, was ja 4 Kilometer weg war. Und ja, das war dann einfach Hektik und ein bisschen Gedränge. Und ja, wir wussten auch nicht, wie dann jetzt das Startprozedere vonstatten ging. Das haben wir dann uns eigentlich erst zusammenpuzzeln müssen. Okay. Das heißt, man sieht das auch hier, ihr seid dann auf den Steg gegangen und dann gab es im Prinzip alle paar Sekunden einen Start, oder? Genau, dann haben die uns alle da beim normalen Schwimmausstieg platziert, auf so einem großen Steg. Da war dann wirklich, so wie es befürchtet war, first come, first serve. Dann geht's endlich los, Fritz. Dann nimm uns mal kurz und knapp durchs Rennen. Ja, also Rolling Start war dann hier. Alle 10 Sekunden sind 3 Leute in die Wechselzone. Die Zeitmessung hat aber erst bei Ausgang der Wechselzone begonnen.
Ja, Radfahren hatte ich Glück. Ich habe hier noch einen Österreicher und einen Deutschen auf den Pier getroffen. Mit denen konnte ich dann ein bisschen auf der Radstrecke ballern. Die sind tatsächlich meine Pace gefahren. Und obwohl wir Windschatten eingehalten haben, war es doch eine geile Motivation, einfach drauf zu drücken, weil du wusstest halt während des Rennens eigentlich überhaupt nichts, wo du liegst und so. Du wusstest halt nur, auf dem Tacho steht, du bist schnell und es macht Bock. Also Radstrecke, müsst ihr euch vorstellen, 180 Kilometer Aero-Position. Es ist keine Kurve, also hier Sebi Kienle ist einen 46er Schnitt gefahren, ich nur einen 42er. Geil, und dann ging es aufs Laufen, ne? Ja, ne? Ich musste am Ende sogar den anderen Typen ziehen lassen und bin dann auf die Laufstrecke. Also Laufen hat wirklich hart viel Körner gekostet, weil du halt keine Ruhe hast, keiner aus ihrer Position raus. Und dann laufe ich wie immer einfach mal los und gucke dann auf den Tacho. Und ja, die Pace war jetzt nicht überragend krass, aber ich hatte halt den ganzen Marathon hier diesen Dude neben mir, weil ich halt bester oder zweitbester Age-Grouper war. Das hat mir Caro natürlich auch zugerufen. Also ich wusste, dass ich in meiner AK, dass da fast nichts anbrennen kann. Aber ich wusste, dass overall irgendwie am Anfang waren es noch 5 Minuten Abstand und es wurde am Anfang auch nicht kleiner. Und ja, leider hat es schon auf dem Halbmarathon angefangen, ein bisschen langsamer zu werden bei mir. Aber ich hatte jetzt auch nicht so den Riesen-Drive. Irgendwie hat es mir in dem Moment auch wieder gereicht. Okay, AK, Sieg, Slot, alles gut. Was sollst du dich hier quälen? Ich will ja auch Urlaub machen. Hier sieht man auch, die haben 3 Sekunden wirklich nur gefehlt. Wenn der hier ein bisschen schneller gelaufen wäre, hätte es auch den Overall-Sieg klammern können. Wusste man einfach nicht, wegen der Rolling-Start-Problematik, ne? Genau, also der andere Typ ist 10 Minuten nach mir durchs Ziel gelaufen. Ja, wusste man nicht. Also ich war einfach happy in dem Moment oder bin es immer noch. Also schönes Ding für mich. You did it! Ich hab dir Eis mitgebracht. Krasser Scheiß. Oh. Warum tun wir uns das immer wieder an? Das frage ich mich auch. Warte, wir wiegen auf die Schmerzen. Ja, setz dich. Wow. Da, nimm den Stuhl. Warm war. Oh Gott, wieso tun wir uns das immer wieder an? Mein Gott, sei richtig verdammt stolz. So, dann finde ich ja das mit das Faszinierendste, dann die Siegerehrung am nächsten Tag und auch nochmal Glückwunsch zu deiner Leistung. Dann durftest du endlich 1.400 Euro direkt durchflitschen lassen, damit du in Hawaii 2024 am Start stehst. Das finde ich ja so faszinierend, dass die Siegerehrung eigentlich eher eine Abkassierung ist, oder? Ja, das war wirklich hier lustig in so einer Kneipe, die Siegerehrung. Ich bin mit Hannes Hawaii und der Crew, die auch bei uns im Hotel waren, dann dahin gefahren und haben uns auch ein paar Bier reingestellt. Ja, und dann kommt erstmal Siegerehrung und die Slotvergabe. Also ja, da freuen sich dann alle drauf, dass sie endlich ihre Kreditkarte zücken dürfen. Es ist wirklich 1.400 Dollar. Ja. Das heißt, wenn das Konto nicht gedeckt ist, kriegst du einfach keinen Startplatz, ne? Ist er weg. Ist so. Das ist so Wahnsinn. Also hier, wie gesagt, erster Platz, AK, saugeil. Ach, das war der andere Typ, der mein Gegner quasi. Der Overall gewonnen hat, ne? Ja, das AK, weiß ich nicht, 45 oder so. Der hat sich einfach nur bedankt, dass du die Zielrunde jubelnd reingelaufen bist und den nicht platt gemacht hast. Leicht. Und der musste sich direkt ins Internetcafé setzen und die Kreditkarte da reinballern. Naja, da haben die nebenan nochmal einen kleinen Hotspot aufgemacht. Du musstest dafür da natürlich auch immer anstehen. Da war auch wieder 20 Minuten gestanden, dass ich einen der PCs bekommen habe. Und dann durfte ich endlich meine 1.400 Euro abbuchen lassen. Das finde ich ja das Geilste, die Medaille, der Slot. Muss man den mitnehmen nach Hawaii und vorlegen und sagen, hier, ich bin's? Nee, jetzt reicht der QR-Code heutzutage. Nein. Herzlichen Glückwunsch, Fritz. Danke, dass du uns mit nach Mexiko genommen hast. Danke, vielleicht gefällt es euch ja.